Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Danilo und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir den Turm des Malers betreten und ja, wir haben uns wieder in zwei Gruppen aufgeteilt, wie ein paar davor, und müssen jetzt ja hier irgendwo durchkommen und mit unseren Kollegen treffen. Da sind sie übrigens. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier ist ein Siegel übrigens, ganz nebenbei. Ja. Und das Buch hier zur Heilung von Pierre haben wir auch noch. Das könnten wir auch mal irgendwann abgeben. Rain hat irgendwie gesagt, wir sollen noch zum Omaki-See gehen, zu diesem Einhorn. Also machen wir das, nehme ich mal an, direkt danach. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. So. Ich habe so das Gefühl hier, das ist irgendwie optional, was wir machen müssen. Oder, ich glaube, hier kommt dann so eine Brücke, ne? Sieht jedenfalls so aus. Ja, oder hier. Damit wir durch können, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich müssen wir dann die ganze Zeit hin und her wechseln, ne? Na gut, dann gucken wir mal. Das hier müsste auf jeden Fall mal hier hoch, damit wir hier oben hinschießen können. Am besten mal dahin. Dann nimmst du halt mit. Was jetzt? Jetzt nehmen wir. Oder müssen wir das. Man macht so ein Ding überhaupt? Ach, das oder so in beide Richtungen, ne? So, hey, warte mal, das Ding. So, der Weg da oben ist schon offen, also nehme ich mal an, das ist optional, oder das Weg hier, um eine Brücke oder irgendwie sowas zu machen, damit die anderen da vorbeikommen. Oder sonst weiß ich nicht. Wir sind aber alle drei, oder, nee, wir müssen anscheinend alle drei auf einmal aktivieren. Das Ding kommt auf jeden Fall. Warte mal, ich habe ne, glaube ich. Ne Idee, glaube ich. Frage ist nur, was passiert, wenn Licht dahin kommt, hier auf so ein Dingen. Weiß gar nicht, was ich mit dem Ding machen soll. So. Das Ding muss auf jeden Fall hier hin, ne? Weil sonst macht das doch gar keinen Sinn. Weiß ich nicht. Dann nehmen wir mal das Ding hier und ja, der so geht ja auch. Warte mal, ich glaube, haben wir noch hier so. Warte mal. Das hier hin, ne? Dann das hier hin, aber das bringt doch irgendwie nichts. So, ich will mal sehen, wie man, was passiert, wenn ich das hier mache. Dann geht er in beide Richtungen, ne? Oder auch nicht. Was? Was sieht denn, wenn ich das hier mache? Warte mal, müsste zurückspielen, weil das Spiel ist doch hier. Schwierig. Da kann noch ein bisschen dauern. Das hier muss hier hoch, ne? Dann versuchen wir mal so. Dann geht doch nicht. Was? Gott, ist halt so von der Seite irgendwie. Ich sehe das nicht so. Ich verstehe nicht, wie das Ding hier funktioniert. Spiegelt das zurück? Was bringt denn das? Hoffentlich ist das optional und ich krieg vor Ort Geist, wenn ich das schaffe. Warte mal. Warte mal, ich glaube, ich habe das. Ist nicht so schwer, glaube ich nicht. Ja, jetzt kommt das hier runter. Jetzt irgendwie hier mit. Ah, okay. Ich hab's. Schön.
Ich sehe auch schon, da oben sind Schätze. Und ich kann nichts mehr machen. Okay, dann ist es richtig. So, ohne die anderen macht man sich Sorgen. Ratsvertrauensvoll und ganz. Okay, hui. Stachelkranz. Wo ist es? Ma. Ich habe nur Klamotten bis jetzt bekommen, die ich noch die anderen gebrauchen könnte. Na. Auch nichts. Den steuere ich überhaupt Guinness? Nee, irgendwie nicht. Warte mal, nee. China will ich. Ich will dich, China. Weil Graz kann heilen und das ist mir sicherer. Ich bin kein guter Heiler. Verdammt! So, komm her. Jawohl. Wow. Voll daneben geschossen. Gut so. Verdammt! Guinness eignet sich Verbund-Erfahrungsfähigkeit an. Erfolgreich zubereitet. Omelette. Hä? Verbund-Erfahrungsfähigkeit? Technisch. Reduziert die Menge der TP, die während eines Kampfes verbraucht wird. Okay. Ah, okay. Cool. Warte mal. Steht denn nochmal technisch hier? Technisch. Okay, wenn man mehrere davon ausrüstet, dann... Cool. Liegt das daran, weil beide Technik irgendwie sind? Wenn ich dann so einen Bonus bekomme, okay. Okay, er hat TP-Verbrauch jetzt verringert bekommen. Das ist auf jeden Fall richtig geil. Und ich glaube, es war nicht optional. Eisenpanzer und Erfahrungsgeber Level 2. Geil. Nein! Jetzt bekommen wir die vorhin in den Rachen geschoben. Gut so. Dann machen wir mal. Wie heißt die nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Mein Gott, wie lange brauchst du, um die zu rufen? Ich stand da ungefähr 10 Sekunden lang rum und nichts passiert. Boah. So, dann. Weiß ich nicht, gib mal gratis hier so eine Erfahrungsgame Level 2. Gehen wir eigentlich. Ich hoffe wirklich, ich kann die irgendwo mal kaufen, ganz ehrlich. So, du hast jetzt Stärke, das ist ein S-Typ. Vitalität, das wollte ich ihn sowieso geben. Also mehr AP. TP braucht er nicht, Beweglichkeit im Kampf. Stellt KP wieder, ja, wenn der Charakter sich in einen Dungeon oder eine Stadt bewegt. Nee. So, Vitalität und Stärke, ja. Und hoffentlich bekommt er dann. Ja, das ist schon mal interessant. Ist da irgendwo was? Nee. Fuchs ist. Hier sind auch komische Apparate. Stellen wir uns doch mal auf den runden Sockel da. Wow, da war wieder was. Kannst du mich hören? Wir sind jetzt im Innenbereich. Am besten treffen wir uns, bevor wir weitergehen. Kommt her. Okay. Ah, okay. Hab ich nicht, ne? Na egal. Wo gehe ich denn dann da hoch? So, wir haben Dingens, ein Stachkranz. Ja. Dann haben wir, was haben wir noch bekommen? Irgendwie hier so ein Eisenpanzer, genau. Eisenpanzer und hier Macht des Mondes, irgendwie sowas. Kraft des Mondes. Damit wird sie uns alle bestrafen. Glück, okay. Ja, warum nicht? Und eine Mondrobe. Gold. Mehr war das nicht, ne?
So, dann gucken wir mal bei ihr jetzt auch hier. Man fehlt nur bei China erstmal eine Dingens, ne? Hier gehen wir die auch jetzt. Ne, gehen wir Level 2. So, was haben wir hier? Geist, erhöht maximal TP, das klingt schon mal gut. Hebt erlittenen Schaden gelegentlich wieder auf. Erhöht die Elementarabwehr, vermindert Schaden durch Elementarattacken und vermindert Kampfunfähigkeit. TP verbraucht einen Speicherpunkt noch 1. Was? Cool. Ja, kann ich ja immer wieder hier so wechseln eigentlich, ne? Zufall, ja super. Ja toll, das ist T-Typ. Ach, das ist auch T-Typ, okay. Ja, Magie und Geist. Aber ich nehme an, ich nehme jetzt einfach mal an, wenn man zum Beispiel ein T-Typ ist und man tut sich hier sowas hier ausrüsten. Warte mal, kann ich da ausprobieren eigentlich? Ja, nee, wir haben keinen Speicherpunkt. Scheiße. Ich meine, verdammt! Dann nehmen wir Magie und Geist. Oder ja. Ja, TP. Heiler, TP, na klar, natürlich TP. Beilung und neu gruppieren. Alles klar. Steuermanoklett, okay. Also jetzt eine neue Waffe, das wohl bringen, ne? Oh, schon wieder so ein Todes-Teddy. Was ist das für ein Ding? Der ist echt Teufels-Teddy, ey. Ma. Okay, ich habe Todes-Teddy gesagt, aber läuft doch das gleich hinaus. Gibt's doch nicht. Welche Viecher laufen in den neuesten Tales auf Teil nicht herum? Wow, was? Hab mich nicht getroffen, weil ich am Boden lag, ey, wie geil. Langsam komme ich hier mit den Gegnern klar, ne? Apfelgummi. Und damit ab. Ich weiß, hab jetzt nicht gesehen. Ich glaube Colette, ne? Ach, jetzt sind wir hier, okay. Ah, sind wir schon da, geil. Aber uns ein Speicherpunkt. Stimmt. Stell dich mal auf diesen Sockel. Wenn es so funktioniert wie am Eingang, sollte sich der nächste Gang öffnen. Dann müssen wir da zwei hier bleiben, oder was? Oder auch nicht? Okay. Neu gruppieren dann, bitte. Ja, nehmen wir mal Colette. Ich will mal Colette steuern. Und wen noch? Dennis, du kannst auch rein. So und so, der Heiler muss immer ganz unten. Und ja, was hast du überhaupt für eine? Was T-Typ, was S-Typ, auch S-Typ? Nee, du hast jetzt verdammt, jetzt muss ich auch hier S wahrscheinlich nehmen, ne? Oh, ich weiß ja nicht. Na, ich guck mal. Mal gucken. Da kann ich ja so ein ST-Typ irgendwie freischalten. Mal gucken. Lass mal erstmal. Kann ich aber dann einfach noch so ein S-Typ und so was machen kann, wenn man nur Level 1 Dinge ausrüstet. Aber egal, hier ist das nächste Siegel, nehme ich an. Und der nächste Boss. Puh, Mann, bin ich müde. Es kommt, weil du am Anfang immer übertreibst. Das ist Mana. Da kommt was Kraft. Da kommt kraftvolles Mana raus. Oh, Boss-Time. Oh. Sieht aber schön aus. Magisches Auge. Plus, was plus was? Was war das? Ein Blitz? Ich glaube, Blitz war das, ne? Mach mal Blitz. 17.000, ne? Oh, what? Fokus ist. Na, ich kann den Angriff, den Item-Tief irgendwie nicht in Angriffen einbinden. Ne, das ist irgendwie blöd. Boah, da ist umgefallen. Ja,
Na, wir schaffen es schon. Ja, schaffen wir schon. Oh, meine TP. Ma, wie konnte das passieren? Au. Boah, China macht irgendwie die Gegner voll platt. Wenn ich sie mal gerade nicht steuer. Kann mal diese Angriffe, diese Uniso-Attacken, die kann man doch glaube ich irgendwie ändern, ne? Ich spreche mal. Oh nein, China. China ist tot. Wieso kann ich die überhaupt einsetzen? Kraft der Finsternis, was soll ich damit? Bei mir sind Leute tot, Mann. So, jetzt habe ich aufgepasst. Die Hälfte haben wir schon mal. China! Mein Gott, die lässt sich direkt schon wieder killen, ne? Jetzt nicht volle Möhre wieder reingehen, lass dich erstmal heilen. Ja, gibt's doch nicht. Ach, wurde schon. Aber, au, mein Gott, China. Gibt's doch nicht. Was machst du da? Die hält aber auch wirklich wenig aus. Was soll ihr Lifestyle und so, Alter? Kommst du auch runter? Naja, irgendwie habe ich dort Gefühl, ich kämpfe überhaupt nicht professionell. Dennis, warum bist du eigentlich immer voll Möhre vorne? Muss man irgendwie an der Strategie ändern, habe ich dort Gefühl. Er ist immer volle Möhre vorne. Deswegen kloppt hier Dingens ein. Deine Magie. Aua. Aber läuft. Hat es übernimmt der Teilen. Irgendwie klappt das also. Oh, du bist tot. Zack. Und Alarm Level Up. Den Titel magischer Zyklus erhalten. Okay. Cool. So wieder Papa Engel, ne? Auserwählte der Erneuerung. Du hast es bisher ja geschafft. Eine Großleistung. Bringe jetzt dein Gebet am Altar dar. Ja. Oh Mann, jetzt wird sie wieder zum Engel hier. Ein bisschen mehr. Oh Göttin Mattel, Beschützerin und Näherin der Erde, gewähre mir deine Stärke. Awesome Laserflügel. Ja, der Papa hat ja gesagt, kommt nächstes Mal nicht vorbei, ne? Oder was? Na, wer bist du denn? Wo ist Asuka? Wow, es hat gesprochen! Ohne Asuka bin ich machtlos. Ich kann kein Bündnis erschließen oder Eide leisten. Bitte findet Asuka, um meine Macht wiederherzustellen. Du bist. Ich weiß auch schon Lohn, aber. Oh, jetzt bist du doch da. Ich dachte, du wolltest nicht hier warten beim nächsten Siegel. Deine Reise war lang. Dass du es bisher geschafft hast, ist eine große Leistung, Colette, Auserwählte. Dankeschön, Lord Remiel. Wir geben dir unseren Segen. Dankeschön.
Du bist einen weiteren Schritt gegangen, ein Engel zu werden. Und doch scheinst du ängstlich zu sein. Oh nein, ich bin sehr glücklich. Hm? Nun, Auserwählte, deine Reise wird bald ein Ende finden. Frohlocke, der Weg zum Turm des Heils hat dich für dich geöffnet. Gehe zum Turm des Heils und erbiete dein Gebet zur Erneuerung. Dann wird es dir möglich sein, die Stufen zu den Himmeln zu erklimmen. Denn zum Turm des Heils? Die Welterneuerung wird endlich stattfinden. Wird die Erneuerung tatsächlich stattfinden? Ich werde tun, was ihr verlangt, Lord Remiel. Ich trau dem Typen nicht, ey. Ich trau dem Typen einfach nicht. Ich erwarte dich am letzten Siegel, Colette, meine Tochter. Dort wirst du zu einem Engel, wie ich es bin. Nein, bitte nicht. Die Laserflügel sind viel geiler. Und ganz nebenbei ist es halt nicht so gut für Colette. Das Ende ist endlich in Sicht. Lass uns zum Turm des Heils gehen. Colette, bist du sicher? Ja, das bin ich. Verdammt! Colette erlernt Sacrifice. Ja, super. Klingt ja überhaupt nicht schlimm. Engelskill greift alle Gegner an und heilt alle Mitglieder im Austausch für dein Leben. Pff, TP 150. Auch das noch, ey. Ja, super. Ja, okay. Ich traue dem Typen nicht. Und diesen Typen traue ich nicht. Radar, der hat mich nicht enttäuscht bei einigen anderen Projekten. Deswegen, nee. Das ist ja anderen Projekten. Das einzige andere Let's Play, was ich nur habe, ist auch ein anderer Teilsaufteil. Aber da möchte ich jetzt nicht weiter drauf ausgehen. Aber ganz nebenbei. Er hat doch irgendwas vor. Ich traue dem nicht. Ich traue dem keinen einzigen Schritt hier. Na, lass mich raten. Ich kann jetzt hier irgendwie was machen. Ja, nee. Entschuldigung. Na gut. Gehen wir mal zurück zum Speicherpunkt. Nach diesem Gegner hier. Ah, einfach nur so mal. Nee. Ich möchte den Spiel nicht einsetzen. Ich möchte nicht Colette töten. Ja, ich kann ja meinen Titel ausrüsten, den Gens bekommen hat. Ja. So, zeig mal. Hexenmeister. Magischer Zyklus. Ein Titel für jene, die jede erdenkliche Elementarattacke in einen Kampf einsetzt. Oh, cool. Okay. So, magischer Zyklus gibt KP, TP, TP und Intelligenz. Okay. Das ist genau das, was ich brauche eigentlich. Kann ich auch mal direkt hier gucken. Transformator. Okay, er hat nur das hier. Hm, mehr Stärke, TP, weniger Intelligenz. Schwertmeister, Kombokämpfer, ja. Schwertmeister, auch so. Selbstbeherrschung. Mehr Verteidigung. Mysteriöse Assassine. Okay, wir gehen jetzt nur. Okay, das passt schon so. Ich habe irgendwas hier bekommen. Ich habe eine Erfahrungsgabe bekommen, oder? Nicht mehr ein. Messing. Sieht aus wie Metall aus Tales of Graces F. Gewöhnlich jetzt Metall oder seltenes oder legendäres Metall. Ja, gewöhnlich ist, glaube ich. Okay, mehr gibt es ja echt nicht zu tun. Na gut. Dann müssen wir zum Turm des Heils anscheinend. Wo ist der? Wäre meine nächste Frage gewesen. So, ich speichere dann mal hier. Ach nee, wir gehen da erstmal zum Umaki-See wegen dem Einhorn, weil wir ja so ein Buch hier gefunden haben. Und dann gehen wir nach Hima. Gucken, was es damit auf sich hat. Aber erstmal würde ich sagen, beenden wir den Part hier und ich sehe euch in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia Chronicles Edition. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!